Das mittelalterliche Klagenfurt war eine Stadt mit nur geringer Bedeutung. Schon die Gründung durch die Spanheimer war schwierig. Um 1250 wurde der Markt von der Glan in den Süden an die heutige Stelle um den alten Platz verlegt und bald danach als Stadt bezeichnet. Wie 2019 durchgeführte archäologische Grabungen im Landhaushof zeigen, lag westlich der Stadt außerhalb der Mauern die mittelalterliche Klagenfurter Stadtburg. Vom Brand am 30. Juni 1514 erholte sich Klagenfurt nur sehr zögerlich, woraufhin Kaiser Maximilian I. am 24. April 1518 die landesfürstliche Stadt den Kärntner Landständen schenkte. Er verband das mit der Auflage, Klagenfurt in eine Festung zu verwandeln. Das bot die Möglichkeit, die Stadt massiv zu erweitern. Die Landstände bauten ihre neue Residenz trotz allerlei Rückschläge im 16. Jahrhundert großzügig aus. Ein wesentliches Gebäude war das Landhaus als repräsentativer Sitz der Ständeversammlung. Die Errichtung am Areal der alten Stadtburg begann im Renaissance-Stil im Jahre 1574 und wurde 1594 abgeschlossen. Bis heute erfüllt das großzügig dimensionierte Landhaus seinen Zweck als Sitz des Kärntner Landtages, der seit dem 16. Jahrhundert im selben Saal an der Südwestecke tagt. Schon bald wurden im großen Festsaal des Landhauses die Wappen des Adels und später auch der Geistlichkeit des Landes angebracht. Bis zum Stadtbrand von 1723 waren es bereits 315 Wappen. Danach übernahm der Barockmaler Josef Ferdinand Frohmiller die Neugestaltung des großen Wappensaales. Bis zum Ende der Habsburger Monarchie wurden 650 Wappen gemalt. Als flächige Fresken sind im großen Wappensaal wichtige Ereignisse der Landesgeschichte dargestellt. Die Übergabe der Stadt Klagenfurt an die Kärntner Landstände 1518 an der Südwand und die Einsetzung des Kärntner Herzogs am Fürstenstein an der Nordwand. Heute befindet sich davor auch der echte Fürstenstein. Als Ausgleich dieser ständischen Selbstständigkeit wurde als Deckenfresko die Erbhuldigung Kaiser Karls VI. Von 1728 gewählt. Aus pragmatischen Gründen entstand auch ein kleiner Wappensaal mit den Wappen jener Verordneten, die in dieser Ratsstube tagten. Heute ist das der Saal für die Landtagsausschüsse. Auf der Decke mahnt die Abgeordneten eine Allegorie, die auf den römischen Grammatiker Aulus Gellius zurückgeht. Veritas temporis filia. Der mit einer Sanduhr bekrönte Titan Kronos, der auf Griechisch auch für die Zeit steht, hält in der einen Hand eine Sense, in der anderen die Veritas als junge Frau. Das Landhaus zu Klagenfurt ist seit dem 16. Jahrhundert durchgängig der Mittelpunkt der Kärntner Landespolitik.